Gott, ich will meinen Kaufverhalten von August machen. Wird ja auch langsam Zeit, ich weiß. Ich rede zuerst über die Sachen, die Inter redet über mich. Der Blick, glaube ich, sagt alles. Ja. Erst werde ich mal drüber reden, wie viel ich ausgeben habe. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, weil ich drehe das Video jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, weil ich irgendwie unzufrieden bin. So. Ausgegeben habe ich 130,53 € und mit 30,53 € war ich drüber. Ich habe mich rasiert vor kurzem, jetzt habe ich überall so kleine Schnitte und die brennen und jucken, wenn ich mich eincreme. Ich versuche mich nämlich gerade wieder einzucremen. Ja. Das teuerste war Primark mit 92 €. Ups. Aber ich habe halt, ihr habt ja den Haul gesehen, ich habe halt sehr viele Sachen gefunden. Sehr viele Sachen. Und mir steht da gar kein Tiki-Mix, war ich im August gar nicht? Schaut gar nicht so aus. Egal. Ja, was mich aber wundern wird. Aber egal, ich habe ja da die ganzen Rechnungen für September. Ich muss sagen, durch das, dass ich nur 30,53 €, glaube ich, war das jetzt, ja, drüber war, fand ich es ganz okay, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht so übermäßig drüber. Ich meine, die 92 € Primark hätten vielleicht wohl jetzt nicht sein müssen, aber es geht noch. Ja, dann fangen wir mal da an, weil ich habe ja vorher gerade eh wieder auch Videos gedreht. Beziehungsweise versucht, das Video abzudrehen. So. Ich zeige euch das jetzt gemischt. Ich habe noch ein paar Sachen von Müller mir gekauft und von Action Markt. Beim Action Markt waren es... Ich zeige euch zuerst die Sachen von Müller. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Ich hatte vor kurzem, ist gut, das ist schon ein bisschen länger her, eine Regalschulung von Alessandro. Und mich hat das Serum so interessiert. Und den Nagelhautentferner, weil das gibt es einzeln nicht zu kaufen, den Nagelhautentferner, hat die mir gesagt. Das ist so eine limitierte Edition angeblich. Und das Serum habe ich jetzt ein paar Mal in der Arbeit verwendet. Ich finde das super. Das Problem ist aber, man darf das nicht so einreiben oder so, sondern man soll, wenn man das drauf gibt, soll man es einziehen lassen. Und in der Arbeit habe ich keine Zeit dafür. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir das. Weil das von Terra Naturi überlege ich schon auszusortieren, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das hilft bei mir nicht. Ich habe es halt jetzt eine Zeit lang für die Zehennägel benutzt. Und ich glaube, das werde ich auch weiterhin so machen, weil ich keine Ahnung habe, was ich mit dem Teil machen soll. Weil ich will nicht dauernd immer alles hergeben. Ich habe ja auch Geld dafür zahlt. Das klingt jetzt vielleicht geizig. Ich weiß gar nicht, wo das ist zum Singen, wo da hinten rumkugeln. Ja. Maske habe ich mir auch wieder gekauft. Das war aber dann beim... Habe ich jetzt alles von Müller? Nein. Bleiben wir noch bei Müller. Ich habe mir eine Maske von der Eigenmarke gekauft. Das ist so eine limitierte Edition, die was schäumen soll. So eine Bubble-Maske ist das. Ich habe sie bis jetzt, so wie ihr sehen könnt, noch nicht probiert. Leider. Ich habe in letzter Zeit keinen Bock mehr auf Tuchmasken, weil mir ist es zu kalt wieder dafür. Ihr habt es schon mal gehört, dass ich so eine Phase habe. Also ich habe wieder keinen Bock drauf, weil mir dafür zu kalt ist. Irgendwie voll dämlich. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch, weil ich habe diesen Monat noch keine aufgebraucht. Also für September. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich kann nämlich die aufgebrauchten Videos und das Ganze erst ein bisschen später drehen. Also habt ein bisschen Geduld mit dem September aufgebrauchten Video. Weil es wären noch ein paar Sachen leer, ich sag's euch ganz ehrlich, es wären noch ein paar Sachen leer, die ich einfach für das jetzige noch dazuschmeißen will. Weil sich das sonst immer wieder so ansammelt, wenn ich schon für einen extra Sacker für den nächsten Monat mache. Deswegen schmeiße ich noch ein paar Sachen rein und dann werde ich für nächstes Monat dann sammeln. Ich habe mir noch diese Anti-Falten-Augen-Konturen-Pads gekauft für alle Hauttypen, weil ich ja nicht gewusst habe, dass ich noch welche von Balea zu Hause habe. Sagen wir dazu jetzt nichts. Aber ich benutze die abwechselnd. Einmal die und einmal die. Und ich muss aber sagen, dass ich die von denen besser finde als die von Balea. Diese Lippenstift- und Lipgloss-Kombination funktioniert irgendwie nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. So, beim Action Markt habe ich mir ganz, ganz viele Masken gekauft. Ich habe gar nicht gewusst, dass Kneipe überhaupt Masken hat. Das ist einmal eine Anti-Aging, eine Feuchtigkeit und eine 2-in-1. Eine Peeling und Maske einfach. Bin echt gespannt, wie die sind. Wirklich gespannt. Dann habe ich mir noch zweimal von den Reinigungstüchern gekauft, weil mein Problem ist, dass ich habe jetzt die von Balea. Erstens finde ich die vom Duft abartig und zweitens sind die mir zu teuer, dass ich die einfach nur für die Swatches wegmachen benutze. Und die kosten, glaube ich, nur 79 Cent oder so und deswegen würde ich mir da... Ich muss erstmal testen, wie die sind, bevor ich sie mit Bunker natürlich... Ich will nicht denselben Fehler wie sonst immer machen, aber ich will die mal probieren und dann entscheide ich mich, ob ich die
immer jetzt nehmen für die Swatches oder nicht. Weil die anderen sind mir einfach zu teuer. Auch die von Cathea Vera, die sind mir einfach zu teuer für das. Und die 79 Cent, da kann man nicht viel verkehrt machen, würde ich jetzt sagen. Dann habe ich mir ganz viele Tuchmasken gekauft. Von Action Markt. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass die auch welche haben. Und ich fand die Verpackung so interessant. Also ich kann euch das kurz mal näher zeigen. Ich habe auch ganz, ganz viele verschiedene Sorten genommen. Da gibt es einmal eins mit Wein und Retinol. Sieht so aus. Dann gibt es eins... Oh, meine Box ist ausgegangen. Dann gibt es eines mit Blaubeere und Joghurt. Auf die Düfte bin ich auch gespannt, wie die riechen. Dann gibt es eins mit Avocado und Kollagen. Ich finde, die kann man so schlecht halten. Da steht auch eine ganz lange Zeit drauf, wie man sie auftragen soll. Da steht 20 bis 30 Minuten soll man die umlassen. Dann habe ich noch die Vitamin und die, wie heißt die, Rose, genau. So. Und als letzte noch die Granatapfel mit Hyaluron. Die finde ich auch sehr gut, also interessant, weil probiert habe ich sie noch nie. War das jetzt alles? Ja, das war jetzt alles. Ja. Ich muss sagen, die Tuchmasken und so hätte ich nicht gebraucht, aber die waren auch relativ günstig. Ich weiß jetzt den Preis leider nicht mehr auswendig, aber die waren wirklich günstig und die Bücher auch. Also hoffe ich, dass ich bald wieder zum Actionmarkt komme. Das hoffe ich wirklich, weil ich will unbedingt wieder diese Kekse auch haben, die ich, nach denen ich süchtig bin. Ich habe noch ein paar, weil ich zurzeit die nicht benutze, weil ich ein bisschen geizig bin. also esse, nicht benutze. Ich esse die schon, aber ich lasse mir eher Zeit. Ja. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr findet, ob ich übertrieben habe. Ich meine, das, was ich jetzt wirklich nicht so dringend braucht hätte, wäre vielleicht das da. Und die ganzen Tuchmasken und die anderen. Naja, Crememasken habe ich gar nicht mehr so viele. Also finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber die ganzen Tuchmasken wären jetzt, glaube ich, nicht so dringend gewesen. Aber ja, ich werde versuchen, wieder ein paar aufzubrauchen. Ich muss versuchen, aufzubrauchen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, habe ich schon gesagt. Und was ihr euch gekauft habt, wo ihr euch gedacht habt, dass es nicht unbedingt sein muss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!